Hallo, hier ist Jenny Solaria Delfini und natürlich soll dieses Video wieder der aktuelle Newsletter für den nächsten Monat sein und das Thema soll für dieses Video sein, was können wir jetzt tun und was könnt ihr jetzt tun? Ich bekomme immer wieder E-Mails, wo mich viele, viele Menschen anschreiben und fragen, ja, was können wir denn jetzt tun? Wir sitzen in Europa oder wir sitzen irgendwo fest und die Situation ist einfach die, dass wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Die machen mit uns, was sie wollen. Und ganz klar habe ich mir gedacht, mache ich einen ganz kurzen Überblick und du kannst für die, die schon lange den Weg gehen, den ich empfehle, einfach mal ein Check-up machen, was du davon schon umgesetzt hast und vielleicht möchtest du auch noch einiges verfeinern. Und ich fange einfach mal damit an. Das Wichtigste finde ich, was ich jeden Abend tue und auch jeden Morgen tue und egal wie viele böse YouTube-Videos wieder über die jetzige Situation zum Thema Zwangsimpfung und was alles auf die Menschen zukommen kann, in mir quasi auch arbeiten. Ja, ich sende den Dunklen als Punkt Nummer 1 jeden Morgen und jeden Abend Liebe und ich vergebe ihnen. Und ganz wichtig, dass du für dich prüfst, ob du Angst hast oder ob du dich ohnmächtig fühlst. Und dass du aufhörst, damit es zu tun. Also einfach jeden Morgen und jeden Abend mit Liebe und Dankbarkeit für die Situation und auch für diese Energie, die dahinter steht, die quasi die Menschen in die Ohnmacht bringen möchte. Einfach mit Liebe begegnen und schon schwächen wir sie. Das ist das Wichtigste und ich meine das wirklich nicht nur mental. Ich weiß, dass viele genau das machen, was ich ihnen sage und trotzdem tun sie es nicht. Weil ich meine das in echt, das zu fühlen. Und der zweite Punkt wäre als wichtigstes, die Außenwelt loszulassen, wenn das Leben, wie du kennst, wird so nicht wieder zurückkommen. Also es ist ganz wichtig, dass du lernst, dein Leben zu verändern und dass du nach innen gehst, dass du ja, übst und trainierst, wie es sein kann, zu leben ohne diese Matrix, ohne diese ganze Ablenkung, ohne die ganzen Menschen. Und ja, die Außenwelt loszulassen wäre Punkt Nummer 2. Und keine Ablenkung mehr zu verwenden, kein Unterhaltungsprogramme leben. Damit meine ich eben auch im Internet zu surfen und sich noch mehr von diesen Videos reinzuziehen. Und klar, das heißt nicht, dass du es gar nicht mehr tust, aber dass du es total minimierst und nach unten fährst und einfach wirklich nur noch vielleicht so ein paar Minuten kontrolliert am Tag, kontrolliert Videos anschaust oder auch Informationen nachstöberst. Aber du musst dich so dermaßen im Griff haben, weil es geht jetzt hier wirklich darum, deine Energie im Astralkörper aufzubauen und auch die Energie sozusagen zu kommunizieren. Denn die nächste Ebene, die du erreichen solltest, um von der Erde wegzukommen und nicht hier wieder inkarnieren zu müssen, ist eben Energie schon in diese Dimension reinzugeben. Das heißt, noch zu Lebzeiten musst du das trainiert haben mit deinem Astralkörper. Das nützt nichts, dann in den letzten 5 Minuten noch schnell umsteigen zu wollen, sondern dein Astralkörper muss mit dir schon eine Einheit sein. Und dazu gehört es für mich auch, darauf zu achten, mehr in der Beobachtung zu leben und auch darauf zu achten, was du isst. Da werde ich jetzt einfach das erwähnen, was ich schon immer empfohlen habe, vegan 100% zu leben, keine Rohkost. Die Videos kennt ihr dazu, keine Salze zu essen und zu konsumieren und vor allen Dingen Lebensmittel, wo Salze drin sind, ganz einen niedrigen Salzstand anschauen, dass das so niedrig wie möglich ist. Ne? Ganz wichtig, was ich immer noch wieder bei vielen sehe und auch höre, sind Gewürze jeder Art, sind ein No-Go, das läuft unter Drogen, genauso wie alle Lebensmittel, die mit ihn enden, also Koffein, Tein, Nikotin. Mit Koffein meine ich natürlich ganz klar Kaffee, Schokolade und alles, was koffeinhaltig ist. Cola zum Beispiel. Ja, dann natürlich Chemikalien zu meiden, wo es geht. Also natürlich, was den Körper, Kosmetik angeht. Die Gifte, da keine Kosmetik mehr zu verwenden. In keinster Weise alles, was du auf den Lebensmitteln umdrehst, bei den Inhaltsstoffen, was du nicht aussprechen kannst, was keine natürliche Herkunft hat, sollte weder innen noch am Körper verwendet werden. Das bedeutet natürlich auch, ein ganz wichtiger Punkt, keine Haare zu färben. Ja, ganz wichtig für mich ist es, auch keine Haarshampoos zu verwenden, die diese Gifte enthalten. Gerade jetzt, wo die Zirbeldrüsen extrem belastet sind,
Denn die meisten denken, ja, ich schmiere das auf dem Haar, auf die Haare, dann wasche ich die Haare und dann ist das Gift wieder drunter. Nein, das ist nicht so. Es läuft direkt in dein Gehirn rein und passiert die Zirbeldrüse. Und es muss von dort oben, wo wir quasi nicht wirklich Lymphe haben und keine Bewegung, keine Ausleitung stattfindet. Das Gehirn ist der schwerst zu transformierendste Bereich. Die Gifte verweilen dort, die werden dort abgelagert. Ja, und im Alter wirst du das zu spüren bekommen. Es ist also ganz wichtig. Oder auch, was Energien angeht, die geht einfach die Energie verloren. Ne? Das heißt, keine Chemikalien oder nichts, was der Körper nicht in Wasser, rein Wasser transformieren und neutralisieren kann, zu verwenden. Da bleibt eigentlich nur das Ibiswasser von uns zu nehmen. Das, was meine Kinder schon von Geburt an nur verwenden. Also sie haben wirklich minimal Babyshampoos verwendet und manche Kinder von uns gar nicht. Oder eben mit Natron die Haare zu waschen, mit Froschessigreiniger oder generell auch mit Essig. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Und ansonsten mit einfachen Laugen, Kreide arbeiten, alles probier einfach mal aus, Heilerde. Manchen bekommt das, manchen bekommt das. Es hängt immer damit zusammen, was du für Schwermetall oder Gifte in deinem Kopf hast, in die Kopfhaut brauchst. Fast 6 Wochen, um sich von den Giften, die du die ganzen Jahre da drauf gemacht hast, zu erholen. Und es ist sozusagen Lichtnahrung für die Kopfhaut, wenn du mal 6 Wochen nur mit Wasser die Haare wäschst. Und natürlich wird es die Haut erst fetten und du wirst fürchterlich aussehen wie ein Besen, wie ein Schrupper. Und irgendwann, wenn alle Gifte raus sind, hast du ein wunderschönes, natürliches Haar. Und in der Übergangszeit nimmst du halt einfach, was ich eben gesagt habe, die natürlichen Materialien. Ja, und ach, ich habe auch noch von einer Kundin Borax. Ja, die nimmt das Boraxpulver, macht sich ganz, ganz minimal in die Finger, in die Hände und verteilt es über den Kopf und macht das auch 2-mal, so wie wir das auch mit dem Haarschampus gemacht haben. Sie sagt, sie hat dann einen wunderschönen, leichten Kopf und ist natürlich auch gegen die Pilze und alles, was da in der Luft ist, auch super gut. Ja. Dann der nächste Punkt ist ganz wichtig, Ohrlöcher, Schmuck, alles was Ketten, was deinen Hals, also was den Kopf vom Hals trennt, Metalle, Piercings, Ringe, Fingerringe, das muss alles ab. Ja, das sind Baumwollbänder, das geht. Aber stell dir einfach vor, wenn du in den Astralkörper willst und du hast dort schon eine Stromleitung gelegt, dass das einfach keine natürliche Kommunikation mehr möglich ist. Und dass wenn zum Beispiel die Kette als energetische Leitung nimmst und eine Metallkette hast, ob das jetzt Silber oder Gold ist, spielt dabei keine Rolle. Alles, was leitet, und Gold leitet sogar noch am höchsten und am stärksten, ist permanent in Kommunikation. Das heißt, hast du so eine Kette hinten verschlossen, ist permanent dein Kopf geschnitten, wie mit einer Guillotine. Genauso schaut das aus mit Fingerringen, ist der Meridian abgeschnitten. Es gibt also keine Rückkopplung mehr zum Körper, es fließt nur in eine Richtung. Und mit Ohrringen ist es ganz einfach so, wenn du da das Ohrloch reinstichst, wo das Läppchen ist, also in der Mitte, wo das üblich ist, das ist der Punkt, der Augenpunkt in der Akupunktur. So habe ich das damals gelernt und das ist der Sitz der Zirbeldrüse. Das heißt, du blockierst und sabotierst deine Zirbeldrüse. Ja, generell Schmuck, alles womit du nicht zur Welt gekommen bist, gehört nicht an deinen oder in deinen Körper. Ja, und das ist natürlich Zuckerwasser gewesen, in dem du zur Welt gekommen bist. Ne? Ganz interessanter Vorfall, in dem du ja auch gelegen hast. Das riecht ja auch, das Fruchtwasser riecht ja auch extrem süßlich. Ja? Gut, dann sind wir schon beim Thema sauberes Wasser. Trinken, sehr, sehr viel trinken, weil durch den Elektrosmog und durch die 5G und die ganzen Sachen, die ja schon installiert sind, auch laut Vodafone und Telekom, ich bin da immer nicht bei der Presse, der YouTube-Presse, bei den, sagen wir mal jetzt, Verschwörungsvideos, in welcher Form auch immer, sondern ich gehe immer auf die Seiten von den Netzanbietern und da ist es ganz klar, dass also Vodafone schon 2018 das LTE-Netzwerk komplett ausgebaut hat und die Telekom bis Ende dieses Jahres auch komplett 5G ausgebaut hat, bis auf einige kleine Randzonen. Und mir ist sogar unter die Hände gekommen, dass sie nicht mal die Gemeinden fragen, ob die das wollen. Die machen das einfach. Es wird ja nicht mehr eine Genehmigung geholt, also das geht ganz schnell. Und deswegen trocknet die Luft extrem und deine Haut und auch die Kommunikation zu deinem Astralkörper wird dadurch unterbrochen. Du brauchst extrem Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. Vielleicht kannst du dir nachts einfach Schüsseln mit Essig oder Wasser um dein Bett stellen oder auch im Haus überall aufstellen und immer mal auch heißes Wasser mit Essig aufdampfen, sodass die Schwermetalle gebunden werden und
Ja, das Ibiswasser eben viel trinken, dass du es ausleiten kannst und was einfach sehr schön ist, womit man eine sehr gute Luftfeuchtigkeit hinbekommen hat. So hat man das im Mittelalter auch gemacht. Man hat einfach Essiglaken aufgehangen. Also du spannst dir einfach eine kleine Leine, machst nachts also ein bestimmtes Tuch oder einen Laken nass und besprühst es mit Essig und lässt es die ganze Nacht hängen, wie als würdest du Wäsche trocknen im Schlafzimmer. Und das ist eine wunderschöne Kommunikation, zumindest dann nachts. Ne? Am Tag wird es wahrscheinlich schwierig. Oder du lebst in Ländern, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann brauchst du das nicht tun. Deswegen viel Ibiswasser trinken oder generell sauberes Wasser, was in der Lage ist, die Schwermetalle zu binden und auszuleiten. Dazu brauchst du Wasser, was kommuniziert. Hast du Filterwasser? Auch wenn du dafür Tausende von Euros ausgegeben hast, hast du totes Wasser. Dieses Wasser kommuniziert mit deinem Körper nicht mehr. Es ist einfach nicht in der Lage, mit deinem Astralkörper die Informationen auszutauschen. Sprich, es kann vielleicht physisch, weil da gibt es ja viele Erfahrungsberichte, physisch ausleiten, aber dein Astralkörper hat die Informationen noch einmal. Denke nochmal daran, du trägst nochmal eine Kopie von deinem physischen Körper. Und alles, was wissenschaftlich erschaffen wurde an, sagen wir, an energetischen Hilfsmitteln, von, ich nenne jetzt mal keine Firmen, aber da gibt es Chips fürs Handy, Harmonisierungsgeräte fürs Haus. Da alles, was von Wissenschaftlern also erschaffen wurde, hat keinen Astralkörper. Und damit bedienst du nur einen Teil deines Wesens und schaltest den anderen aus, weil nämlich dieses Gerät deinen Astralkörper sogar überlagert. Gerade wenn es in irgendeiner Form ja, wissenschaftlich getestet oder geprüft wurde oder physikalisch erklärbar ist. Ja, das ist ein großes Thema. Dann müsstest du viel Ibis-Bäder nehmen. Das habe ich immer schon meinen Kunden empfohlen, zu baden im Wasser. Duschen ist schon auch eine schöne Sache. Besser als gar nichts. Aber beim Duschen verlierst du deine ganze Energie. Das heißt, du schickst ja von oben das Wasser runter in deine Aura und damit fällt halt dein Energiekörper auch unten in das Gullyloch. Also wenn du duschst, musst du den Gulli unten zumachen. Und unten zumindest ein Fußbad drinnen lassen. Das ist besser als gar nicht. Ja, aber niemals mit offenen Gullideckel duschen. Ja, und am besten einmal täglich 1 Stunde lang Ibis baden und dann auch mit Kopf unter Wasser, so viel du kannst, damit die Zirbeldrüse arbeiten kann und du einfach in den Nullraum kommst und viel besser, und das ist der nächste wichtigste Punkt, meditieren kannst. Und das ist das Ziel. Im nächsten halben Jahr solltest du mehr meditieren als Gedanken haben, die dir gesendet werden oder die dich denken. Du solltest dein Bewusstsein in den Griff bekommen. Ja, und natürlich helfen meine CDs, alle meine CDs, auch du brauchst gar nicht auf die Texte hören, einfach die Schwingung schon alleine wird etwas mit dir machen. Deine Zellen werden sich erinnern an eine sehr, sehr hohe Information. Ihr wisst, egal ob euch mein Text gefällt, den ich auf den CDs sage oder welches Wort ich physisch auch verwende, ist eine astrale Information, eine Botschaft drauf, so wie du es auch spürst, wenn du meine Videos hörst. Man kann einfach nicht weghören. Es gibt sehr, sehr viele wichtige astrale Impulse, die du brauchst. Du musst dich wach halten, weil der Astralkörper schläft euch sonst ein. Und wir müssen also viel, viel mehr nach innen die Energie richten als noch in den letzten Wochen und Monaten. Und auch ganz klar damit die Richtung der Entwicklung des Energieflusses auf der Erde und ihrem Magnetfeld beeinflussen. Das war schon immer der Plan. Ja, weshalb ich natürlich auch mit den Energiesystemen, wenn du also viel von uns hast in deinem Haushalt, hast du mega Unterstützung. Denn diese Systeme ziehen die ganze Zeit. Je mehr du hast, umso besser. Minimum solltest du 3 haben. Ibis, Haris, Stromis oder Harmonie oder in Personis. Ja, noch mit dazu. Und Ibis ist immer das ist das Wichtigste, das solltest du als Basis haben. Und dann arbeiten diese Kristalle nämlich für dich. Denn sie sind ein Magnetfeldsender und auch Empfänger. Das heißt, du bringst sie damit auch in Fahrt, du bringst sie in Schwingung, du unterstützt sie, du bist dann ein laufendes Energiesystem, sowieso. Ne? Und es ist also wichtig, je mehr du hast, je viel einfacher in den Bereichen kannst du zur Ruhe kommen. Ja, du wirst es merken. Viele haben mir beschrieben, seit sie die Systeme haben, gehen sie nicht mehr gerne in die Natur oder aus dem Haus raus, sondern bleiben in der Nähe der Systeme, weil die viel stärker das natürliche Magnetfeld aktivieren als heutzutage jede Pflanze und jede Natur im Wald, weil die sind alle schon dauerbestrahlt und kommunizieren untereinander nicht mehr. Das schon seit vielen Jahren. Das sieht man an den vielen Pilzerkrankungen und an den Verformungen der Bäume. Du siehst kaum noch gesunde Bäume ohne Geschwüre. Ja, da geht es schon weiter.
Nächste Empfehlung, was du tun kannst, ist dein Schlafzimmer und dein Wohnraum komplett zu harmonisieren. Das heißt, du solltest jede Form von Elektronik rausschmeißen. Ihr wisst, ich habe schon ein Video gemacht, du solltest dein Handy am besten immer abgeschaltet lassen und es als, ja, als militärische Waffe betrachten. Und diese solltest du nur verwenden, wenn es wirklich Notwendigkeit dazu gibt. Und so sehe ich auch mittlerweile jedes elektronische Gerät. Und wenn dann mit höchster Vorsicht zu genießen und mit ganz großem Bewusstsein, dass du weißt, dass du danach deinen Astralkörper aus dem Gerät wieder zurückholen musst und von dem Dämon ablösen solltest und du wirst danach wieder deine gute, positive Kraft haben. Ansonsten gehst du drauf dabei, wenn du weißt, was ich meine. Ja, zur Schlaf- und Wohnraumharmonisierung gehört für mich im Schlafbereich besonders kein elektronisches Gerät, keine Bücher, keine Bilder, nichts, was in irgendeiner Form ein Portal zu irgendeiner anderen Information sein kann, außer zu dir selbst. Das heißt auch Farben in jeder Form, du solltest so viel wie möglich weiß haben, in einem Ruheraum, so wie man das in den Krankenhäusern früher auch gemacht hat, weil man das weiß seit dem Mittelalter. Ja, und die Ärzte deswegen auch immer in weiß gelaufen sind, weil du hier in Harmonie kommst. Sie können sich deine Chakren von ganz alleine ordnen, denn weiß entsteht ja nur in unserem Auge, wenn alle Farben des Regenbogens komplett ineinander harmonisch verschmolzen sind. Es ist also ein Zustand des kompletten Friedens. Ja, und das ist, dein Umfeld prägt die Gene, das ist die Beeinflussung für deine innere DNS. Das heißt, du zwingst deinen Körper zur Ruhe mit der Farbe weiß. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen witzlos, aber ich sage es einfach nochmal. Natürlich empfehle ich dir auch am Tage, weiß von oben bis unten zu tragen. Und zumindest die Farben rot und schwarz aus deinen Lebensmitteln, sowie auch aus deiner Materie, die du in irgendeiner Form in deinem Haus hast, verschwinden zu lassen. Und die moderne Farbe grau eben auch, weil die Astral genauso aussieht wie schwarz physisch. Ja, das nützt da überhaupt nichts zu sagen, ja, ich habe ja fast weiß. Nein, nein, es ist fast schwarz. Ja, und natürlich jeden Konsum von Elektronik komplett abgewöhnen. Die Seelennahrung empfehle ich euch für 1 bis 2 Tage die Woche. Und wenn du das nicht schaffst alleine, dann auf jeden Fall nur eine Mahlzeit pro Tag und kämpfe. Ja, das ist dein Kampf. Die ersten Tage wird es krass werden mit viel Hunger und Aggressionen. Und trotzdem tu es mit jemandem zusammen, dass ihr euch hochhaltet, dass ihr euch Kraft gebt, dass ihr euch unterstützt. Oder bildet kleine Gruppen, die das zusammen machen. Auf jeden Fall kranke Menschen, die schon etwas haben, da würde ich das wirklich nur mit Anleitung und Hilfe machen. Aber die meisten wissen nicht, dass sie krank sind. Das entsteht dann in der sogenannten Fastenkrise. Und da stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Da könnt ihr mir dann ein E-Mail-Fragepaket schicken und dann helfe ich euch gerne weiter. Oder eine Sitzung buchen oder halt auch eine Ausbildung machen. Ja, ich denke darüber nach, dass ich noch eine andere Form von Ausbildung anbieten werde. Ganz wichtig, wenn du etwas isst, sollte es totgekochte Lebensmittel sein. Und nur eine kleine Empfehlung, da ich ja schon gesagt habe, du solltest kein Salz verwenden. Dann Nudeln und Kartoffeln oder was du als Grundnahrungsmittel Reis nimmst, dass du stattdessen, wie du früher Salz dran gemacht hast, jetzt Zucker einen Esslöffel mit ins Wasser machst oder auch in die Tomatensauce. Oder generell ins Gemüse, dass du einfach ein bisschen Zucker ist ja Geschmacksverstärker, einfach viel intensiver das Erlebnis hast und damit auch wesentlich weniger essen musst. Das kannst du ausprobieren. Je totgekochter du es hast und wenn Zucker mit dran ist, brauchst du total wenig Nahrungsmittel. Ja. Dann solltest du ganz darauf achten, keinen Kontakt mit Mitmenschen zu haben, die extrem Elektrosmog verseucht sind. Weil wenn einer zum Beispiel das nicht einhält, was wir jetzt eben empfohlen haben und der zockt den ganzen Tag am Handy oder sitzt, ist Elektriker, arbeitet am Strom oder sitzt den ganzen Tag an Elektronik, dann kannst du davon ausgehen, dass er nur ein elektrostatisches Feld hat, also eine elektrische Polarität hat und du ein Magnetfeld aufbauen willst gerade. Weshalb er dich innerhalb kürzester Zeit verseucht und du auch elektrisch gepolt, verpolt bist und aufgeladen bist und einen sehr langen Weg hast, wieder mit deinem Herzen in Harmonie zu kommen. Das wirst du merken, diese Menschen saugen dich extrem aus, sie bringen dich in den Kopf und sie können nicht mit dem Herzen kommunizieren, du musst ihnen 1000-mal alles erklären. Sie sprechen gestresst und sind nervös und sie sprechen schon fast wie ein Computer, ohne Stimmungsveränderung im Ton oder jede Form von Emotion.
Ja, wie als würde man mit einem Roboter sprechen. Ja, und ansonsten empfehle ich natürlich hauptsächlich wirklich den Harmonie zu verwenden, obwohl du nicht davon erwarten kannst, dass er sofort Wirkung zeigt. Nach Wochen merkst du erst, dass du dich verändert hast. Du kannst dann mal zurückschauen. Und wir haben sogar jetzt Erfahrungsberichte, dass sich kleine Quecksilberperlen im Schlafzimmer oder auf den Fußböden der Häuser oder Zimmer befinden, wenn die Frauen dann fegen, finden die mittlerweile so kleine silberne Kügelchen. Besonders an den Orten, wo eben viel Quecksilber in der Luft ist, wo ihr möglicherweise verstrahlt werdet durch Angriffe, ja, oder wo eben die menschlichen Körper sehr Quecksilber belastet sind. Das ist ganz interessant, dass die das binden und das, wie als wenn ein Quecksilberthermometer damals kaputt gegangen ist, was haben wir ja zu DDR-Zeiten viel gehabt, dann sind so ganz viele kleine Kugeln überall rum und so schaut das aus. Das ist eine ganz spannende Geschichte, also der Harmonie bindet auch Quecksilber aus der Luft, das ist eine ganz spannende Sache, besonders bei Menschen, wo viel, ja, Schwermetall belastet sind. Ja. Und was ich zum Harmonie noch gleich sagen mag, ist auf jeden Fall, solltest du, wenn du einen großen Alleinheitsmenschen vergoldet oder Gold besitzt, dann unbedingt regelmäßig abwedeln. Also du kannst ihn auch aus der Kupferspirale rausnehmen, abwedeln und reinigen. Das hilft ihm einfach enorm, weil an bestimmten Orten sind sie extrem belastet und die Kupferspiralen mit Essigreiniger, also mit Froschessigreiniger und in kleinen also so einen kleinen Edelstahlschwamm, einfach ganz vorsichtig putzen, sodass der wieder richtig schön kupfern aussieht. Ja, es kann sein, wenn ihr die geliefert bekommt durch den Luftraum, dass die angelaufen sind, die Kupferspiralen, die könnt ihr wunderbar putzen. Und ja, also der Harmonie ist immer noch nach wie vor die Waffe und der Schlaf wird extrem beeinflusst. Ne? So, dann habe ich natürlich noch die Variante, den Personis zu nehmen, wenn du außer Haus gehst. Oder Minimum Seelenhüter plus Alleinheitsmensch am Körper zu machen, damit dein Magnetfeld durch eben den Seelenhüter oder den Alleinheitsmenschen harmonisiert und stabil bleibt. Du solltest nicht mehr außer Haus gehen damit. Ihr wisst, dass das die Meridiane aktiviert, kommuniziert und aufrechterhält. Ja? Und der physische der silberne Alleinheitsmensch ist für den physischen Körper, wenn du Schwermetall belastet bist, und es fehlt dir an weiblicher Energie, Selbstheilungskraft und du hast viele kleine Unfälle, stolperst ständig und hast blaue Flecke, dann musst du unbedingt, oder Elektrosmog belastet, musst du den silbernen Alleinheitsmenschen nehmen. Und wenn du physisch gesund bist, dann kannst du später mit dem goldenen aufbauen und den feinstofflichen Körper damit auch in die hohe Schwingung bringen. Ja, also man beginnt immer mit dem Fundament des Hauses zu bauen. Die nächste Empfehlung ist es, täglich Absichten zu sprechen. Und damit meine ich zum Beispiel meine Absichten, die du auch im Shop bekommst, von 1 bis 10. Das sind verschiedene. Du solltest immer mal eine sprechen. Wir haben die immer an unserem Kopfbereich zu liegen. Und abends, wenn man ins Bett geht, suchst du dir wie beim Kartenspiel einfach ein paar Absichten raus. Sprich sie und solltest natürlich auch mit eigenen Absichten arbeiten. Das heißt, deinen Astralkörper zurückholen, immer wieder kommunizieren, ein bisschen träumen, bevor du einschläfst, dass du eine kleine Reise mit dir machst, dass du dich von Menschen verabschiedest, dir deine Seelenanteile zurückholst, dass du einfach im Training und in der Kommunikation mit deinem Astralkörper bist und das alles dann auch im Seelenraum aufrechthalten kannst. Und Seelenraum üben, ganz klar, immer versuchen, in den schönsten Momenten deines Lebens zu sein. Ja, oder daran zu denken. Ja, dann viel Natur. Besonders dorthin gehen, wo kein WLAN ist. Da kannst du mit deinem Handy hinlaufen. Du machst einfach, guckst, wie viele WLAN-Router an sind mit deinem Handy. Und dann siehst du, also ich nehme das Handy nur noch als Testgerät, um zu schauen, ob mir der Ort gut tut, wie lange ich mich da aufhalte. Und so wie dort ein WLAN als Empfang ist, bin ich weg von diesem Ort. Weil ich einfach weiß, nach einer gewissen Zeit, spätestens nach 20 Minuten, bin ich elektrisch gepolt. Und man braucht normalerweise wirklich Tage und ein sehr harmonisches, gesundes Umfeld, um wieder in Ordnung zu kommen. Und hierzu eine ganz wichtige Information auch. Es gibt einige, die zweifeln zum Beispiel irgendwann an Harmonie oder an den Systemen, weil sie physisch ja nichts merken. Die Systeme arbeiten ja auch mit deinem Astralkörper. Wie sollst du das physisch merken? Dann sage ich immer, okay, dann probier doch einfach mal, die Systeme für eine Woche rauszuräumen. Und dann schau bitte mal, wie es dir geht und was sich alles verändert. Ob du noch gut drauf bist, ob du noch Energie hast oder was einfach mit dir passiert. Ja, und schon einige schreiben mir dann immer, nein, wenn ich schon dran denke, zieht sich mir alles zusammen.
Ja, daran siehst du, dass es funktioniert und ich mache das auch regelmäßig bei mir, dass ich immer mal teste, ob der Harmony noch aktiv ist. Ich ziehe ihn manchmal eine Nacht raus. Dann habe ich horrible Albträume, wirklich schrecklich. Und wenn ich ihn wieder drin habe, dann habe ich ganz harmonisch positive Träume. Es ist wirklich wie zwei völlig verschiedene Welten und ich sehe nicht aufgequollen auf. Ich habe gesunde Augenringe. Und ja, also, ihr wisst schon, was ich meine. Und auf jeden Fall ist noch eine wichtige Orientierung zu wissen, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass Gesundheit immer mit einem gesunden Schlaf zusammenhängt. Wenn du also nicht gut schläfst, dich morgens quasi nicht so fühlst, als könntest du Bäume ausreißen oder einfach die Welt umarmen vor Glück oder vor Dankbarkeit, so wie du es früher als Kind gemacht hast, dann bist du schon bereits nicht mehr gesund. Das heißt, du hast eine Schlafstörung, die Ursachen im Tagesgeschehen, in deinen Mitmenschen, in deinem Lebensablauf, wie auch immer hast. Und du solltest also darauf achten, wie du schläfst, wie du morgens ausschaust und demnach hast du eine Orientierung, was du zu tun hast. Ja, und was ja auch immer mein Ziel war, euch dabei zu unterstützen. Ja, du solltest ein Magnetfeld aufbauen und das heißt eine positive Liebesenergie, die du nicht im Kopf hast. Verwechsel das bitte nicht. Ja, mit Affirmationen oder so, gerade brauchen wir gar nicht anfangen. Sondern du solltest mit deinem Herzen wirklich Glücksgefühle haben. Das baut dein Magnetfeld am stärksten auf. Und zusätzlich eben immer dich beobachten, wenn du anfängst, negativ zu denken, dir Sorgen zu machen, Angst zu haben vor irgendetwas, was jetzt kommt, dann musst du damit sofort aufhören, weil allein schon diese Art von Bewusstsein kann nicht mehr von dir kommen. Du wirst dann schon gedacht, das ist nicht von dir. Schick die Gedanken zurück und befreie dich von diesen Dämonen, die wir durch einen Telefonanruf, egal worüber du sprichst, übertragen bekommen. Durch einen Handwerker, durch jemanden, der dir ein Paket überreicht, durch irgendeinen kleinen Kontakt mit jemandem, der quasi negativ gepolt ist, zack, hast du das drauf. Dazu wird es nochmal ein Video geben, wieso das so ist. Das war schon immer so, das hat auch nichts mit der jetzigen Situation zu tun. Da werde ich nochmal ein Video machen über Transformation. Aber es ist ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du dich immer wieder in der positiven Emotion und somit auch in der Balance befindest, in deinem Bewusstsein. Dann werde ich immer wieder gefragt, was ihr tun könnt, ob ihr jetzt aufklären könnt, Demonstrationen veranstalten gegen die Zwangsimpfung oder die Corona-Diktatur oder was auch immer. Und ich finde es ganz wichtig, dass du auf jeden Fall aufklärst. Und zwar aber nur da, wo Bedarf ist. Also, dass es liebevoll abläuft, dass das kein Missionieren wird und du anfängst, ja, ganz hardcore die Menschen aus ihrer quasi gesunden Welt herauszureißen und von ihrem Glauben wegzubringen, dass die Welt in Ordnung ist und dass die Regierungen lieb sind. Ich finde, das ist too much, weil das können andere machen. Okay, dafür gibt es Seelenrevoluzer, Seelen hier auf der Erde, also genannt auch Indigos, die haben das Potenzial dazu, das zu tun und die tun das auch ohne Konsequenzen, die gehen dafür auch in den Knast. Die haben damit kein Problem. Ja, aber die meisten von uns sind hier, um zu harmonisieren und die Schwingung zu erhöhen mit der Liebe, die wir in uns tragen und auch den Fähigkeiten, das zu transformieren in unserem Herzen. Und wenn du also das Gefühl hast, du kannst mit jemandem darüber reden und er ist eh schon offen und er zweifelt eh schon durch einen Kommentar, dann kannst du ein paar Infos reingeben. Also es sollte immer nur sein, wenn du die Erlaubnis dazu bekommst, weil ansonsten kannst du großen Schaden anrichten. Ja, also das heißt, die werden vielleicht so in die Angst kommen, dass die gleich zum Psychiater rennen müssen. Und gerade solche Erfahrungen habe ich auch nach meinen Seminaren gemacht, weil ich einfach too straight über sie rübergefahren bin und ja, bei 30, 40 Teilnehmern gar nicht individuelles Feeling entwickeln konnte, wer überhaupt in welchem Wissensstand ist. Ja, finde ich also total wichtig. Und wir sind also hier, um die Schwingung durch unsere Herzfrequenz global hochzuziehen auf der Erde. Das bedeutet also, alles, was dir nicht gut tut, ob das Mitmenschen, Familienmitglieder sind, abzulösen, liebevoll, einfach alles unausgesprochen klären, was jetzt hier zwischen dir und deinen Mitmenschen auch noch steht. Das kann man ganz klar für sich sagen. Pass auf, hier ist eine Grenze für mich. Ich habe dich sehr lieb, aber ich merke, je länger ich mit dir zusammen bin, dass es mir nicht gut tut. Und der Effekt soll dahingehend sein, dass die es auch lernen, zu beobachten sich und dass bei anderen auch eine Grenze ziehen, wo ihnen Energie gestohlen wird.
Und der zweite Effekt ist, dass du einfach beginnst, Abschied zu nehmen. Von allem, was du denkst zu brauchen. Dass du, so sagt man das in Indien, deine heiligen Kühe schlachtest. Ja, also einfach mal damit spielen, dass du das alles gar nicht brauchst, dass es viele Sachen wirklich aus deinem Ego sind, die meisten. Und dass du ein wunderschönes Leben haben kannst und selbst wenn es nur noch 6 Monate sind, egal. Ja, Hauptsache, du hast es einmal richtig gelebt, dann wirkt dieser Moment oder diese Zeit wie Jahre oder Jahrzehnte nach, weil es die hohe Schwingung immer die niedere überlagert. Ja, also bitte kläre alles, was unausgesprochen ist, womit du nicht gehen möchtest von dieser Erde, weil geh davon aus, dass wir die meisten Menschen nie wiedersehen werden. Und nicht in der Form, wie du sie kennst. Es werden sich alles sehr verändern und das tun sie ja auch gerade schon seit vielen Jahren. Es geht darum, jedem, wirklich jedem, alles, alles zu vergeben. Zu verstehen. Das ist für mich noch viel wichtiger, weil richtige Vergebung beginnt mit dem Verständnis, warum der so ist. Und du wirst immer die Gründe auch in dir erklären können, wenn du dich selbst reflektierst. Weil du begegnest diesen Menschen nur, weil du das auch in dir trägst, dieses Muster. Ja, sie zu lieben. Denn jeder von uns, keiner von denen da draußen, so will ich es viel mehr noch formulieren, wird dir wirklich was Böses. Das glaube ich einfach nicht. Das gibt es nicht. Das ist einfach so, er wird vielleicht benutzt oder er kann es nicht besser ausdrücken. Er hat keine anderen Werkzeuge geliefert bekommen, dich anzuzeigen oder was auch immer er dir angetan hat oder zuzuschlagen. Dann kann er einfach nicht anders. Das ist das, was er trainiert hat. Ja, liebe sie einfach so, wie sie sind. Sie sind wundervoll. Auch die Hybride. Die brauchen wir sogar. Also ich will auf keinen verzichten. So, und dienen auch. Also dem Bewusstsein dienen, den Menschen dienen, wo sie Hilfe brauchen, ihnen geben. Das heißt nicht, dass du dein letztes Hemd gibst und Spenden überall machst. Sondern dienen mit deinem Bewusstsein, mit deinem Herzen und ihnen einfach zuhören. So wie es für dich stimmig ist und so lange, wie du es halt auch kannst. Zu helfen, natürlich aufzupassen auf deinen Ausgleich. Ja, weil in welcher Form du das auch fühlst, aber das heißt, es gibt immer so eine spirituelle Aussage, ja, wenn ich irgendwo Energie reingebe, dann gibt mir das Universum irgendwann meine Energie zurück. Nein, das ist nicht so. Das stimmt nicht genauso wenig, wie wir auf dieser Erde Dualität haben. Das würden wir alle wissen, wenn wir das hätten. Wir haben keine Dualität. Das sind alles Träume aus anderen Dimensionen und Weisheiten von irgendwelchen Engeln oder Medien oder so. Aber wenn wir auf dieser Erde hier Dualität hätten, dann wäre das Böse und das Gute im Gleichgewicht. Das war es übrigens nie. Das ist nicht mal im Tierreich so. Da geht es nur ums Fressen und gefressen werden, und zwar jede Sekunde. Da ist das menschliche Bewusstsein ja noch am besten dran. Wir müssen wenigstens ein paar Tage nicht ums Überleben kämpfen. Also wir haben es jedenfalls nicht jeden Tag auf dem Bildschirm. Die Tiere schon. Jede Sekunde, das sind die, oh, ich kann gleich sterben. Was ergibt denn das im Gesamtmagnetfeld der Erde bitte? Das ist keine Dualität. Das ist doch keine Dualität, was die Menschen angeht. Die meisten leben in Armut. In Angst und um Sorge, schaut euch die Schwingung der Erde mal aus der Perspektive an. Du bist jetzt derjenige, der dieses Bewusstsein transformieren kann, indem er einfach mit der hohen Schwingung, und wenn wir nur eine Handvoll Menschen sind, lass es uns nur 500 Menschen sein, mit den Alleinheitsmenschen vor der Brust, die eine Milliarde Bowie-Einheiten und mehr haben, sind wir fast ein ganzes Land. Ja, und 500.000 Länder, oder 500 Länder, Entschuldigung, das ist dann schon eine richtige Menge an Energie, die wir hier auf der Erde platzieren, die wir quasi faken astral, aber die wir tatsächlich aufbauen können. Aber deswegen müssen wir einen extremen Weg gehen und wir können nicht den einfachen 3D-Weg gehen und so einen Mitläufer spielen. Nein, wir sind die Zugpferde für die Energie auf der Erde. Das ist meine Empfehlung. Und du rückst nur mit den Menschen zusammen, wo die Energie für dich passt. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass du den anderen nicht magst oder so, sondern dass einfach die Schwingung muss passen. Ja, das ist einfach hat mit Erfahrungen zu tun. Oder mit Ängsten vor irgendwelchen Energien, die du nicht erkennen kannst. Und deswegen meidet man Menschen. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat nicht mal was mit Bewertung zu tun. Ja, das ist einfach in Ordnung. Ja, und du solltest mehr fühlen als denken. Bevor du etwas sagst oder wenn du mit den Menschen zusammen bist, die ganze Art zu kommunizieren sollte sich ändern. Sei es dein Partner, deine Kinder, deine Mitmenschen. Du solltest anfangen, sie mehr zu fühlen als anzugucken. Und es braucht gar keine Worte. Stell dir vor, du weißt es, wenn du ihn fragst, astral, sagt er dir alles derjenige.
und beginne auch wieder zu träumen mit demjenigen oder auch alleine, wie als Kind. Einfach wirklich im Hier und im Jetzt zu sein. Und natürlich zählt dazu auch zu spielen, wirklich physisch zu spielen. Damit meine ich nicht Monopoly und Spiel des Lebens und sowas, sondern etwas aus der Natur heraus spielen, etwas, was aus dem Moment heraus entsteht. Und wenn es mit einem Stein ist, mit dem du kickst, oder mit einem Blatt, mit dem du einfach träumst, oder unter einem Strauch, unter dem du sitzt und einfach mit dem Wind und den Blättern eins wirst und dem schönen Zwitschern der Vögel, was auch immer, spiele mit den Dingen, die hier sind, und du spielst mit dir, mit deinem Kind. Wo es geht, in jedem Moment einfach sein und genießen, als wäre es dein letzter Tag. Dazu noch einige Worte zum Dimensionswechsel. Ja, natürlich kann man das in der New Cage ganz positiv ausdrücken und sagen, ja, wir haben einen Dimensionswechsel, wir steigen in die 5D auf. In der dritten Dichte würden wir sagen, okay, du, wir sterben. Und ja, in der New Cage sagt man eben, wir steigen auf. Es ist das Gleiche. Wir, auf jeden Fall sind wir darauf seit 2012 spätestens durch den Maya-Kalender vorbereitet worden. Ja. Und beginne also, dich selbst anzunehmen und bereite dich darauf vor, alles zu lieben, ohne aufzuhören, etwas auszuschließen. Nur so kommst du in die ganz hohe Schwingung. So wie ein Baby, so wie du gekommen bist, auch zu gehen. Also werde wieder wie die Kinder und dann wie die Babys. Ja, also sei mit deiner Seele einfach stark in Verbundenheit. Das bedeutet, versuch zu vielen Prozentpunkten deines Tages in reinsten Glückszuständen zu sein und meide das und finde heraus, was sich daran hindert, glücklich zu sein. Der Kontakt muss jeden Tag stärker werden, weil das Dunkle jeden Tag anzieht. Sie drehen 5G auf, okay? Es ist kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem für unser Bewusstsein. Es gibt auf dieser Erde keine Waffe, keine einzige, die sie jemals erschaffen werden oder schon erschaffen haben, die stärker ist als dieses ewige, unendliche Bewusstsein. Bitte, das sind Weltenunterschiede zwischen dem, was wir können und was die mit Maschinen können. Wirklich, glaub mir, sie können immer nur einen Part bedienen. Aber sie können die Gesamtheit deines Wesens in keinster Form sprengen, wenn du es nicht zulässt und nicht bestätigst. Und darauf solltest du achten. Du bist Körper, Geist und Seele. Meine Botschaft ist, dass du das in Ordnung bringst, dass du das in die Einheit bringst, dass du mit deinem Körper sprichst. Du kannst sogar Durchfall verursachen, wenn du beginnst, den Kontakt mit dir aufzunehmen. Du kannst sagen, mein lieber Körper, ich möchte morgen eine Darmreinigung und morgen früh, wenn ich aufstehe, möchte ich Durchfall haben. Und je stärker, übe das mal, je stärker du das machst, je stärker wirst du morgen aufstehen, dann wirst du sehen, wow, das funktioniert ja. Vielleicht erst zu 20%. Trainiere die Kommunikation mit deinem Körper, mit deinem Geist und mit deiner Seele. Ein Beispiel, Kommunikation mit deinem Geist ist zum Beispiel, oh, du kriegst auf einmal so ein Video und dann kommt so, boah, die Zwangsimpfungen sind schon unterschrieben und in Zukunft wirst du mit 2 Reisepässen durch die Straßen gehen, mit deinem physischen Reisepass oder deinem Personalausweis und dem Impfpass. Und du merkst richtig, wie sich dein Geist zusammenrollt und wie du Panik kriegst und du weißt genau, dass dieser Impfstoff dich töten wird. Ja, weil sie einfach genetisch den so manipuliert haben, da kommt auch nochmal ein Video dazu, dass sie das auch ausgetestet haben, bevor sie sowas rausbringen. Also, was machst du jetzt? Dieser Geist ist ja stark, ja? Du rastest aus. Du sagst einfach, pass auf. Wer auch immer diesen Gedanken kreiert hat, ist, ich akzeptiere das, dass du Angst hattest, aber ich nehme es nicht an. Ich entlade diesen Gedanken, ich schicke dich jetzt zurück, ich befreie mich von diesem Geist, denn ich weiß, dass du existierst, ja schon. Aber für mich nicht mehr, weil für mich existiert nur die Einheit und du kommst aus der Trennung. Mach dir eine Ansage. Mach deinen Ängsten eine Ansage und sag ihnen ganz klar, dass sie abzischen können. Das sind immer Dämonen, Elementale dahinter und verschiedene Geister. Das ist eine andere Sache. Und natürlich kannst du mit deiner Seele in Kontakt sein, indem du einfach dankbar bist. Jede Sekunde deines Lebens für alles, was dir begegnet ist. Glaub mir, dieser Moment sollte bei jedem Menschen kommen. Dankbar für alles und wirklich für jeden und für jede Fliege, die dich genannt hat, wirst du eines Tages dankbar sein, weil du sie vermissen wirst. Ja. Also das ist für mich am Ende jetzt nochmal ganz wichtig. Liebe dich und jeden anderen.
Lernen nonverbale Infos aus dem Gedankenfeld, aus dem morphogenetischen Feld der Erde zu holen, statt dir sie digital frontal reinzuziehen. Channel doch mal. Spür mal die Aura der Erde Tag und Nacht und mach dir mal Notizen. Studier mal, so wie früher, wie sie die Sterne studiert haben. Einfach so, als würde es Technik gar nicht geben. Du wirst sehen, du tauchst in Welten ein, die sind unglaublich schön und sie werden dich bereichern, auftanken und stärken wie nichts anderes. Glaub mir, das ist schöner als alles, was du physisch erlebt hast, wenn du beseelt bist und wenn du einen Astralkörper hast. Also versuch darum zu kämpfen, gib nicht kampflos dein Sein auf. Ja, nimm deinen Abreiseplatz ein. Das ist vielleicht noch ganz wichtig und wisse, dass den Seelen nichts passiert. Sei einfach im vollen Urvertrauen. Es wird nichts geben und es kann nichts geben. Und wenn, dann sind wir darauf vorbereitet. Parallel wissen wir alles, was sie geplant haben. Wir wissen, was im Impfstoff drin ist und wir kreieren schon die Lösung. Das ist einfach so, weil sie ohne uns gar nicht existieren würden. Ja, du wusstest alles von Geburt an und bist auf alles vorbereitet. Das sind meine letzten Worte und vielleicht noch am Ende, was du alles tun kannst zu dem Video. Bitte keine Maske tragen, kein Maulkorb, wo es geht, tragen. Und wenn du eins tragen musst, dann die Nase frei machen und immer wieder abnehmen, so als würdest du den Mund abwischen. Spiel da mal rum und brech mal die Grenzen aus und tu doch einfach mal so, ob du eine Grenze überschreiten kannst und schauen wir mal, was passiert, wenn du sie abmachst. Was wollen sie? Ja, und vielleicht könnt ihr euch im Baumarkt auch so eine Plastemaske, wo unten offen ist, wo man das beim Sensen, wenn man Sensen im Garten macht, dass du da einfach eine offene Maske hast, wo unten die Luft zirkuliert. Das ist hier zum Beispiel in Costa Rica erlaubt. Da also die meisten tragen noch keinen Maulkorb, sondern so eine Plastemaske. Und das ist einfach nur, als wenn du einen Haarreifen oben hast mit einer Plastikscheibe, die wir sowieso zur Hälfte nur oben haben. Also wir kriegen gar nichts mit. Und also du weißt, dass du nach 2 Minuten, wenn du die Maske getragen hast, so viele Bakterien an deiner Maske hast, dass du definitiv eine Rückkopplung hast. Es geht direkt in dein Herz, in den Körper hinein und hast eine CO2-Entwicklung, die unglaublich krass ist. Und du kannst eben mit dem Mund transformieren wir ja auch aus der Aura, aus dem 1-Meter-Raum. Wir nehmen Luft rein und wir geben Luft raus. Du kannst nicht mehr kommunizieren. Also versuch, so lange wie möglich zu kommunizieren mit deiner Aura, um Informationen zu filtern und damit dich eben auch gegen Angriffe vorzubereiten, die astral stattfinden, weil sonst legst du dein Immunsystem flach. Ja. Und leiste einfach liebevoll innerlich und äußerlich, wo es geht, Widerstand und fühl einfach, wo du es tun kannst und wo du es nicht tun kannst. Und ja, ich hoffe, du hast mit dem Video ein bisschen Mut gefunden, ein bisschen Kraft gefunden. Und gerne helfe ich euch immer wieder weiter. Ich bekomme viele Zuschriften und ich fühle astral, das will ich am Ende nochmal sagen, dass einfach alles wunderbar ist, wie es ist. Und ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind. Ich liebe, was kommt. Ich liebe diese Herausforderung und diese inneren Zweifel, dass wir es vielleicht nicht schaffen könnten oder so, sind längst überwunden. Die hatte ich anfangs, war sehr bedenklich, einfach weil ich auch ein Medium bin und das Feld sehr stark empfinde. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das Feld in Ordnung kommt und dass das, was kommt und egal was das ist, dass das genau richtig ist. Und ihr der Schlüssel dazu seid und ihn auch in euch tragt. Also alles Liebe, bis später oder bis gleich. Pura Vida.